Nein, kannst du uns nichts Neues sagen. Seine Tochter ist zum Glück da hinten irgendwo hinter den ganzen Eisensoldaten in Sicherheit. Ja. Da bin ich wenigstens froh drum, dass ich da die richtige Entscheidung getroffen habe. Das heißt, jetzt geht's erstmal zu meinem Turm hier. Oh, ein Meisterlehrer. Den würde ich gern anwerben. Und ich muss mal dringend gucken, dass ich bei Barrick weiter die Rüstung verbessere. Alles wenigstens grün mache und die Hauptrüstung blau kriege. Und bei Lyra gibt es nicht viel zu verbessern. Nebenbei, wer hat noch? Naja, gut, ihr habt alle gerade Schmuckstücke. Rotfluss sollte ich mir auch verbessern. Weil zusammen mit Gefahr im Verzug macht das sicherlich viel Schaden. Und sieht auf jeden Fall besser aus als ein schwertes Dings. Kaiserliche Eisenfallschatter. Gut. Und ich sollte mal gucken, was ich am Turm des Ozeans herstellen kann. Ob ich da für mich vielleicht einen gescheiten Speer herstellen könnte oder ein Schild für Barrick, das wäre auch mal nicht schlecht. Weil mein Schild ist eigentlich schon ganz nett, aber Barrick könnte ein besseres. Ah, neues Schreiben. Ich und Benno hier. Erlaube mir, dich mit diesem Titel anzusprechen, bevor es Mode wird, dies zu tun. Ich bin stolz darauf, eine Frau zu sein, die ihre Zeit voraus ist. Warum Kyros den einen niederschmettert, es dem anderen jedoch erlaubt zu leben, ist eine Frage, über die wir alle grübeln. Der Oberherr kann sicherlich willkürlich erscheinen. Und wenn ich etwas gelernt habe, dann, dass dies so gedacht ist. Kyros ist absichtlich unnahbar und distanziert. Aus Sicherheitsgründen und weil es besser ist, die mächtigsten Wesen von Teratus davon abzuhalten, sich zu sehr wohlzufühlen, wenn du dich schon mit ihnen herumstreiten musst. Für mich lautet die nächstliegende Antwort, dass Kyros genau weiß, was du tust. Vielleicht billigt sie deine Handlungen und wahrscheinlich arbeitet sie an jeder Gelegenheit, um die Situation zu schaffen, wo du in deinem eigenen Interesse handelst und gleichzeitig ihren Bestrebungen dienst. Du musst ein wichtiges Detail beachten. Es gibt auf Teratus nichts mehr zu erobern, da der Oberherr jetzt auch die Stufen im Griff hat. Was würden die Großgeneräle überhaupt in Friedenszeiten tun? Nerds Stimmen ist bereits kaum erträglich, wenn ein Meisterspion gebraucht wird. Warum würde man ein solches Monster um sich haben wollen, wenn man keine Verwendung mehr für eine solch grausame Waffe hat? Meiner Meinung nach liegt es in Kyros Interesse, dass der Einmarsch in die Stufen teuer ist und das Leben möglichst vieler Archonten kostet. Es gibt nicht genug Fleisch in den Stufen, um so viele Haie für lange Zeit zu sättigen. Kyros befahl allen, die Himmelfahrtshalle einzunehmen oder zu sterben. Das oder zu sterben muss eine akzeptable Option gewesen sein, nicht wahr? Wenn ich eine Vermutung anstellen soll, würde ich sagen, dass du unter den unausgesprochenen Rückhalt des Oberherrn hast. Ist ja nicht so, dass Blinden Mark dich nicht überall finden könnte, wann immer es ihm beliebt. Nach den Archonten und ihrem Aufstieg zur Macht fragen. Liebe Myotis, ich weiß deine Einsicht zu schätzen und bin geehrt durch dein Vertrauen. In deinem Sendschreiben erwähnst du Graven Ash und dass du ihn schon kanntest, als er noch nicht den Titel des Archonten des Krieges trug. Kannst du mir mehr darüber erzählen, was du während seines Aufstiegs zur Macht beobachtet hast? Wenn ich tatsächlich ein Archont bin, kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich nicht von Geburt an über meine Fähigkeiten Bescheid wusste. Dementsprechend liegt es nahe, dass ich von der Geschichte anderer Archonten noch etwas lernen könnte. Brenoir. Wow, so weit wollte ich eigentlich gar nicht. Seit wann kann ich so weit rauszoomen? Das ist ja krass.
Gut, Meister Volos, was kannst du uns... Ich fand diese Pläne und das Metall in den Altbauern. Kannst du das für mich herstellen? Hast du einen Gegenstand für mich fertig geschmiedet? Deine Rekruten haben hart gearbeitet. Ich zeige dir, was sie gemacht haben. Ah. Danke. Ich habe diese Pläne und das Metall in den Altbauern gefunden. Kannst du das für mich herstellen? Das sind die Pläne für Scorn und du hast doch das Metall, das wir dafür brauchen. Gibt es sonst noch etwas, was wir tun können? Ich möchte, dass du etwas für mich schmiedest. Sicher, Schicksalsbinder. Was haben wir denn? Neuer Turmspieleplan verfügbar. Für die Herstellung von Scorn benötigst du Zugang zum Turmupgrade Schmiede und die erforderlichen Materialien. Eleglanz ist ein Speer. Scorn ist aber auch ein Speer. Rekruten für die Schmiede. Pläne Scorn. Jetzt auch das Stück Metall, das habe ich wohl scheinbar. Bronzebarren. Bronzering ist. Scorn sieht ziemlich mächtig aus. Entschlossenheit. Wow. Okay. Stiefel des Nachtschreiters. Dafür bräuchte ich aber wahrscheinlich auch 8 und ein Hundehautmantel. Zweimal geschmiedete Bronze. Geschmiedetes Bronzehemd. Eisensperre, Handschuhe. Einfachheit. Beinschienen der Flinkschuppen. Immunität gegen Lahm. Schwere Rüstung, Bronze. Stolz des Vergessens. Minus 50%, wenn unter Gesundheit. Das wäre was für Beric. Aber nee. Schmelzmeister. Der Mann verneigt sich tief vor dir. Hochwerter Schicksalsbinder Brennwehr. Da ich so viele Stunden in der Schmiede verbringe, neigen wir Handwerker einen Weg zum Tratschen. Ich brauche wahrscheinlich nicht erwähnen, dass der Schicksalsbinder vom Turm des Berges das Thema von zahlreichen Konversationen ist, wenn wir am Blasebalg stehen. Er fummelt einen Moment lang nervös an seinem Hammer, bevor er seine Stimme senkt. Wenn ich so kühn sein darf, hätte ich eine Frage an dich. Frag. Praxis Augen leuchten mit der gleichen Intensität wie die Schmiede hinter ihm. Woher stammt Kyros Macht tatsächlich? Kommt sie von der Magie der Edikte? Kommt sie von den Archonen oder vielleicht von den treuen Untertanen und deren Mühe? Die Archonen sind die wahre Quelle von Kyros Macht. Mit solch mächtigen Kreaturen, die dem Oberherrn zur Verfügung stehen, kann sie viele ihrer Angelegenheiten delegieren und ihre Reichweite wird grenzenlos. Ich würde meinen, das einfache Volk der Welt ist die Quelle von Kyros Macht. Es ist die gemeinsame Unterwerfung, die Kyros Herrschaft legitimiert. Die Edikte sind der Kern von Kyros Macht. Mächtige Magie, welche die Landschaft selbst verändern kann. Das verleiht die Kyros die Herrschaft über die Wirklichkeit. Ja, ich würde sagen, es sind die Edikte. Das habe ich nicht in Betracht gezogen. Wenn die Winde durch ihr bloßes Murmeln bewegt werden können, wer kann sich anmaßen, ihre Kontrolle in Frage zu stellen? Praxis nickt still vor sich hin einen Moment lang, vergisst er fast, dass du jemals da warst. Ah, verzeih mir, dass ich meinen Gedanken so hingegeben, Gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Ja, zeig mir, was du gefertigt hast. Derzeit habe ich nichts für dich. Sieh später nochmal vorbei. Ja, auf Abenteuer und Erfahrung sammeln. Du warst der Schmelzmeister. Du bist der Bronzemeister. Und von beiden habe ich bereits das Zeug eingesackt. Du bist der Meister des Steins. Peas beäugt vorsichtig seine Umgebung wie ein Kind, das nach der Schlafenszeit noch auf den Beinen ist. Er bemerkt dich und salutiert schnell, Graven. Ash beschützt. Verzeiht, Schicksalsbinder, ich finde das alles etwas sonderbar. Pelagos klammert sich einen Moment lang an seinen Staub. Ich möchte niemanden beunruhigen, aber laut Kyros Erlass ist das Betreten der Türme verboten und das Recht zur Spitze von einem hinaufzusteigen. Möchtest du, dass ich dich entlasse? Er reißt seine Augen auf, als er wild seinen Kopf schüttelt. Auf keinen Fall, Schicksalsbinder. Ich möchte dir weiterhin dienen. Ich frage mich nur damit ich vielleicht die... Er unterbricht sich kurz, als er damit kämpft, durch die Worte zu finden, Legalität verstehe.
Kyros hat mir ausdrücklich die Autorität verliehen, um die Türme zu beanspruchen. Ich habe die Türme als Tribut zu Kyros Eroberung in Anspruch genommen. Brauche ich mehr Rechtfertigung als das? Er kratzt sich den 3-Tage-Bart an seinem Kinn. Vielleicht nicht. Er hat seine Fassung wiedergefunden und nickt dir zu. Ich weiß es zu schätzen, dass du das für mich klargestellt hast. Ich bitte dir zu Diensten, solltest du deine magischen Künste verfeinern wollen. Ich würde gerne üben. Mein Steinbeherrschen ist nämlich nicht sehr hoch. Und bei ihr würde Lebenskraft und Stein beherrschen ein bisschen was bringen. So. Anthropie beherrschen. Du kriegst auch mal. Nee. Ich sollte öfter trainieren, auf jeden Fall. Du könntest nämlich auch Steinbärschen vertragen. Alles mit dir in Ordnung? Ja. Und du? Der Mann verzeigt sich mit ausgestreckten Armen leicht vor. Du kannst sehen, dass seine Arme Zeichnungen aufweisen, die dir sowohl bekannt als fremd vorkommen. Größte Schicksalsbinder. Ich mag zwar kein Mystiker oder mächtiger Kämpfer sein, aber was ich besitze, sind Verbindungen zu Händlern in aller Welt. Du hast die Welt bereist? Ja, ich habe das von einem Ende zum anderen gesehen. Es scheint, als würden mich meine Reisen immer ins tiefste Herz von Kyros Eroberung tragen. Er verschränkt die Arme und schaut in die Ferne des Turms. Die Stufen indes, sie sind anders als alles, was ich davor gesehen habe. Tut mir leid, ich schweife ab. Ich bin mir sicher, dass du gerne meine Waren sehen würdest. Was ist denn sonst an den Stufen? Er verlagert nervös sein Gewicht auf einen Bein, von einem Bein auf das andere. Ich bin mir sicher, du wirst keinem einfachen Lehrling der Eisgebundenen bei zuhören wollen, wie er sich über unwichtige Angelegenheiten aus des Schicksalsbinder. Bitte lass mich dir zu Diensten sein. Dann zeig mal, was hast du zu verkaufen? Wow. Scheiterhaufenbogen klingt ja böse. Dämmerklaue, das klingt richtig böse. Du bist eine exquisite Einhandwaffe. Schadenstyp beliebig nachts um 20% erhöhen. Wow. Eiserner Dreiecksschild. Ist schlechter als Barracks. Okay. Gut, dann habe ich noch dich hier. Der Eisengebundene lässt eine kleine glühende Feuerkugel in seiner Hand schweben, bevor er sie plötzlich mit seiner Faust umklammert und die Flamme erstickt und nur noch Rauch und Asche verbleiben. Eine robuste Klinge an deiner Seite ist nicht das einzige Kriegsgerät, das dir zur Verfügung steht. Er streckt seinen Arm abermals auf, worauf er augenblicklich von einer Art Elektrizitätsfeld umgeben wird. Ich habe mein Leben dem Verständnis der Elemente gewidmet und dieses Wissen kann ich nun erweitern, indem ich andere unterrichte. Bitte mich darum, dann werde ich dich ausbilden. Was kannst du denn? Feuer beherrschen, Frost beherrschen, Blitz und Lebenskraft. Nehmen wir mal das. Weil Lebenskraft beherrschen steigert Landry sowieso hauptsächlich, da er ja Heiler ist. So, jetzt schmieden. Das da hätte ich gerne abgegradet. Und das da hätte ich gerne abgegradet. Das da. Und das da. So. Dich könnte ich auch upgraden, aber dafür bräuchte ich 6 Spielerekruten. Was ist mit dir? Keine Upgrades, okay. Gut. Das heißt, wir reisen von hier aus zu unserem anderen Turm. Und übernachten dort.
Und ich würde sagen, bevor wir uns dann auf dem Weg zum zu Vendri nicht zu Vendriens Brunnen, zu Letians Kreuzung machen. Right. Unterhalten wir uns nochmal mit unseren Leuten.